Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Most Wanted. Die nächste Radarfalle steht an. Mal gucken, wie das wird. Wie gesagt, wieder relativ viele Anfangskarren mit dabei. Eine sehr undankbare Strecke, wie mir mal auffällt. Er baut hier unten Blitzer auf. Na gut, hier sind auch noch keine Blitzer. Alter! Gott, verfickte Scheiße! Wie soll man da was erkennen, Kinas? Wie soll man denn da irgendwas erkennen? Ja, die Kurve ist ätzend. Die ist richtig ätzend. Bisher gefällt mir diese Strecke gar nicht. Kurvig eng, wenig Möglichkeiten hier mal ordentlich das Auto auszufahren. Und hier unten will ich tatsächlich auch noch kein Nitro verschwenden. Das bringt nichts. Das war richtig beschissen. Aber wie gesagt, die Strecke. Diese gottverdammte Strecke. Der Anfang ist übel. Der ist fast unmöglich zu fahren. Also, ja, ich weiß, ich übertreibe gerade wieder, aber... ist echt nicht schön. Es ist nicht schön. So, jetzt haben wir wieder ein... wenigstens mal wieder normale Strecke, aber ich nehme mir wieder alle möglichen Pfosten mit, die mir präsentiert werden. Dafür kann ich hier mal ein bisschen was rausholen. Natürlich sind alle anderen... Na gut, ich glaube, ich habe den ersten Ding überhaupt... Ne. Ich habe halt, glaube ich, das erste Ding komplett versaut. Von daher können wir das direkt knicken. Wer baut denn solche Kurven, bitte? Wer baut hier denn solche verdammten Kurven rein? Meine Lieben, ihr geht mir gerade unglaublich auf die Nerven. Genau wie diese Strecke. Die Strecke, also ich denke mal, ich hoffe mal, wenn ich den Anfang erledigt habe, aber der Anfang ist richtig beschissen zu fahren. Der ist richtig beschissen. Nicht einsichtig eng und jede Menge Mist im Weg. Ah, das hat euch nicht so gefallen. Da ist ja zu. Wieso ist denn da zu? Ja, ich glaube, ich bin echt genau davor gegen geheizt. Jetzt sieht zwar immer noch nicht gut aus. Interessanterweise doch, wie ich gerade sehe. Aber gut. Holen wir uns mal den ersten Platz wieder. Ah, Kurven. Baut doch diese Blitzer nicht in Kurven. Da kann man doch schlecht beschleunigen, meine Lieben. Allerdings waren die anderen, glaube ich, auch nicht viel besser. Wie ich so den Eindruck habe. Ah, ich glaube, auch diese Strecke wird nicht meine Lieblingsstrecke werden. Ich weiß nicht, habe ich auch tatsächlich nicht. Schön geradeaus und bei Kurven schön viel Platz zu manövrieren. Das ist dann eher so meine Sache. Nicht so eng und so kurvig wie hier. Und vor allem keine so scharfen Kurven. Dann lieber scharfe Rennbegleiterinnen. Da haben dann alle mehr von. Ah, ich denke, wir kriegen es jetzt hin, aber schön ist anders. Das war knapp.
war ich auch ein bisschen zu viel gedotzt gerade am Anfang. Aber wir haben 100, über 100 km/h Vorsprung, gut. Ja, dann sollte hier, glaube ich, nicht mehr allzu viel passieren. Ne, tut es auch nicht, okay. Alles klar, weiter geht's. Mautstellen. Mal gucken, wie der sich bei den Mautstellen macht. Der Wagen. Okay. Es läuft ja eigentlich. Aua. So, Mautstelle Nummer 1. Ja, ich weiß, ich beeile mich ja schon. Keine Sorge. Da war halt vorher wieder Zeug im Weg, was mich aufgehalten hat. Aber angenehm leer die Straßen im Moment. Ah, ich glaube, hier war doch irgendwie ein Drag-Rennen mal gewesen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Haben wir da eigentlich wieder ein Drag-Rennen? Ich glaube, es war ein Drag-Rennen mit dabei. Wenn mich nicht alles täuscht hier. Und ich glaube, mich täuscht nicht allzu viel im Moment. Aber wir werden sehen. Ist ja jetzt nicht... Och, wenn nicht, ist ja auch nicht weiter schlimm. Das war knapp. Das war auch knapp. So, genau, Nitro könnten wir auch mal wieder nutzen. Und jetzt haben wir dann ein bisschen Bonus. Wie kommt ihr denn auf sowas? Wie kommt ihr denn auf sowas? Ah. Na, ich habe ja auch ein Zeitfahren hier zu erledigen. Boah. Warum ist denn so ein Mist hier gerade im Weg? So, die Mautstelle ging aber noch. Ja gut, die Polizei ist hier kein allzu großes Problem im Moment. Nicht so wirklich hinderlich. Ich finde es interessant zu wissen, ob man da hätte ins Wasser fallen können, wenn man den Sprung nicht schafft. Aber hey, wir haben das auf jeden Fall geschafft. Sehr schön. Ach ja, stimmt, Polizei. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Standby. Ignoriert meine letzte Meldung. Ich sehe ihn. Haben wir den 100.000? Ja, nee, aber ich möchte das eigentlich gerne jetzt schnell loswerden. Das Polizeigedöns hier. Und Rennen fahren. Polizei mache ich dann später. Keine Sorge, ihr kommt auch noch dran. Verdächtiger versucht mich abzuschütteln. Er ist auf eine Baustelle abgebogen. Ach, fuck, wir sind denn hier Polizisten?
bin gespannt, das reicht. Die Versteckung ist einer kaputten, Der Verdächtige muss sich irgendwo versteckt haben. Einheiten bleiben bis auf weiteres auf Kurs. Einer kaputten Tankstelle. Okay, wieder Radarfalle. Was haben wir denn noch? Sprint und dann zweimal Mautstelle. Okay. Na, guck mal, da haben wir jetzt auch hier ein bisschen was. Was von den Wagen auch, glaube ich, hier mal in Anführungsstrichen angemessen ist. Ich frage mich, wenn wir da schnell genug durchfahren, ob wir die anderen aufhalten können. Dieser Wagen und Kurve. Ich glaube, das werden keine Freunde werden. Das hat, glaube ich, tatsächlich ein paar aufgehalten. Zumindest den letzten. Das ist schon mal gut. Okay, das lief jetzt deutlich besser mit dieser Kurve. Das leider überhaupt nicht. An alle Streifeneinheiten. Wir bekommen diverse Notrufe über mehrere zu schnelle Fahrzeuge. Bin ich echt letzter gerade? Mhm, bin ich. Zwar nicht viel hinten dran, aber ich bin hinten dran. Jetzt haben wir Cops. So, mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwas noch rausreißen kann. Aber die ersten Blitzer waren echt schlecht platziert. Die waren richtig beschissen. Gerade in der Kurve, wo du überhaupt nicht viel Gas geben kannst. Ich befürchte, das wird halt dann auch mein Ende gewesen sein. 50 km/h kann ich nicht aufholen. Nicht bei dieser Strecke hier. Außer die verhauen sich halt jetzt ordentlich. Aber danach sieht es leider nicht aus. Nee. Okay, auf ein neues. Ja, wie gesagt, die Rennen werden schwieriger und mir ein bisschen zu schwierig, gerade weil ich sie eben nicht mehr auf Anhieb schaffen kann. Oder wenn, dann halt nur mit Glück. Ich glaube, das am Anfang ist gar nicht mal schlecht mit dem Ding hier. So, dann holen wir uns hier ein bisschen was an Geschwindigkeit. Und ich glaube, wenn wir die ersten hier gut kriegen, dann sollte der Rest auch kein allzu großes Problem mehr sein. Aber wie gesagt, die liegen halt gar nicht mal so schön. Aber diesmal ging es deutlich besser. Ja, das läuft deutlich besser hier. Schön. Ich glaube, es hat am Anfang echt was ausgemacht, dass wir den Turm zum Einsturz gebracht haben. Dadurch haben wir jetzt auch einen schönen Vorsprung. Ich denke, dann sollte jetzt nicht mehr allzu viel passieren. Ja, die Kurve ist immer noch nicht mein Freund. Ach, fuck, da war ja ein Dings hinten dran. Stimmt. Polizei. Tust du nicht.
der Wagen kümmert sich darum und sorgt dafür, dass ich zu langsam hier durchfahre. Und das zieht mich echt so weit runter. Scheiße. Och nö. Das ist ja ätzend, Kinas. Das ist richtig beschissen. Ja. Ich brauche hier echt wieder zu viele Anläufe. Schade, ich dachte, das kriegen wir jetzt hin. Wäre dieses verdammte Auto nicht da gewesen in der letzten Sekunde und stört. Hier stört halt einfach zu viel. Ich glaube, diesmal hat das auch gar nicht so viel gebracht, aber ich habe auch deutlich mehr Probleme gehabt, hier durchzukommen. Wie habt ihr das im Endeffekt noch aufgeholt, sag mal? Kann ich mir gar nicht so vorstellen. Ein Kollege von der Feuerwehr meldet uns eine Gruppe möglicher Street Racer. Zuletzt wurden sie gesehen, in Fahrtrichtung Westen, in der Nähe des Bankenviertels. Ich brauche Einheiten, die sich das ansehen. Ja, ich glaube, wie gesagt, das Problem war einmal, wie gesagt, am Schluss diese Wasserdinger, wo ich da in die Kurve reingefahren bin. Hier können wir immer schön rausholen. Genau hier. Nee, war später. Die Kurve auch deutlich enger, fällt mir gerade wieder ein. Genau hier war das. So, das war jetzt deutlich besser. Fragen wir allerdings, wie die da bei der Runde so viel Geschwindigkeit haben aufbauen können, nur bei der Kurve. Bravo 28 fordert Luftunterstützung an. Das ist ein verdammt großes Gebiet. Na, die hängen mir ja schon wieder an den Fersen. Wir verlagern die Fahndung nach Westen. Vielleicht ist das Erfolg versprechen. Aber diesmal reicht's. Zum Glück. Gut, ein Rennen kriegen wir noch hin. Obwohl, wir müssen noch fliehen, fällt mir gerade auf. Aber eventuell reicht das ja. Nein, reicht nicht. Ich glaube, bei Entkommen wird mit dem Wagen echt schwierig. Habe ich so den Eindruck. Okay, gut, dann werden wir jetzt der Polizei noch entkommen in der Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Okay, ich glaube, den einen hat es zumindest weggehauen hier. Ach, jetzt rase ich euch zu viel, oder wie? Ah, diese Kurve hier. Diese verdammte Kurve. Mhm. Fanden unsere Kollegen wieder rum? So, den hätten wir schon mal rausgedreht. Verdammt, dieser unglaublich beschissene Husten. Wie gesagt, das ist so das, was mich eigentlich mit so am meisten nervt. Ich habe mich einfach, glaube ich, gefangen nehmen können lassen. Und dann ist alles gar nicht so lange gedauert. Eisert Husten, ich finde Husten unglaublich stressig. Ja, bist du das? Okay. Okay, dann fahr du halt da durch. Ist ja auch in Ordnung. Bin ich hier in Sicherheit? Ne, bin ich nicht, weil da hinten noch einer rumkurft. Verdammt! Hm.
Ja, einen Meilenstein werde ich ja nicht hinkriegen. Die sind mittlerweile so angesetzt, dass die deutlich länger dauern als halt ein, zwei Minuten. Mann. Jetzt will ich mal Polizei schnell loswerden. Jetzt klappt's nicht. Und wenn mich dann die Polizei brauche, dann kriegen die es nicht hin, mich anständig zu verfolgen. Das ist echt. Wie man es will, es geht einfach nicht rund. Oder wie man es braucht. Da kriege ich aus Versehen die Sachbeschädigung schon hin. Obwohl das absolut nicht mein Ziel gerade ist. Ich will einfach nur weg. Ich will weiter Rennen fahren. Polizei kommt später, meine Lieben. Polizei kommt später. Ha? Er hat die Straße verlassen. Fährt jetzt auf den Golfplatz. Ich bin ein Golfball. Doch nicht. Okay, das scheint sich ein bisschen länger zu ziehen, als ich mir das eigentlich wünschen würde, ja? Hat aber keinen ausgeschaltet, wie es scheint. Ah, dafür gehen hier ein paar LKWs in die Luft. Okay. Habt ihr ja euch schön ergänzt mit dem Satz. Da ist nichts, wie ich gerade sehe. Okay. Wie ist das eigentlich mit dem Golfplatz hier? Der sieht ja relativ frei aus. Hole in one. Da unten wäre auch noch ein Fluchtpunkt. Ja gut, vielleicht kriegen wir es jetzt ja doch noch hin. Information für die Verfolgergruppe. Das Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in Richtung Osten auf dem Kreuz Camden. Sektorsperrung wurde genehmigt. Zusätzliche Einheiten werden zur Verfügung gestellt und dem Perimeter zugeteilt. Okay, das sollte jetzt hoffentlich reichen. Sierra 1. Ich bin ganz allein in diesem Sektor. Fordere 1085 an. Mach das mal. Alles klar, dann danke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann fahren wir weiter rennen. Und Donuts. Donut? Na, nicht ganz Donut. Bis dann. Macht's gut und ciao, ciao.